Ja, und egal wo, ein paar Landerl kommen überall runter. Wo kommen wir hin? Wissen wir es jetzt? Ja, vielleicht gehen wir durch aufs Gamsfeld, wenn wir da schon in der Richtung, in der Direction sind. Aber sie sieht, oben war jetzt der Weg, wo wir umgekommen sind. Also, Mittwoch. Da reden wir uns einfach rein. Ja, bist du deppert, ist dieser Scherne Alm vom Scheißhaus bis zur Hitten, alles geknitzt, alles vom Feinsten. Der hat das wirklich so gemacht. Das ist aus dem Baum. Wahnsinn, schau das aus. Genauso wie man es gedacht hat. Ha? Da ist ja alles da. Vom Hagen übers Klopapier. Akustik ist auch ein Traum da herinnen. Und das Wichtigste, eine schöne Aussicht. Das ist das Häusl fürs große Geschäft. Und da kannst du einen Franz auf die Füße brunzen. Ich halte dir mal die Lampe. Da, hast du das Häusl gesehen? Das ist das schönste Häusl ever, was ich jemals gesehen habe. Ja, aber nicht zu knapp. Da, ein schöner Godern. Ja, wie ich gesagt habe, 1440 Meter ist 14. Also hätten wir, wenn wir da aufgegangen, hätten wir nur 460 Kilometer, wenn wir am Braunedel. Das Kampfeld hat keinen Sinn. Braunedel. Aber es ist ja nicht. Hat das war ein Schmalztrager. Ja, bitte, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Gell. Ja, das ist 1600. Ja, das haben wir zumindest ein gemütliches Jahrhundert. Das haben wir jetzt gemacht. Und 1450 ist er. Ja, und so geht's weiter von der schönen Alm weg. Ja, und irgendwie schaut es aus, als wenn es so mittwochsmäßig weitergegangen ist. Ja, und jetzt kommt das schöne Wetter. Da machen wir zu rechter Treibern, Roland, wenn wir da vorher Zeit spitzt haben. Der Heli hat gerade gesagt, er macht auf Reit und macht ein paar extra Spitzkern. Das ist gut. Bis oben kann ich es. Du meinst also da oben rauf? Wir gehen ja schon hinter bis zu der. Dass wir einsehen? Dass wir einsehen, ja. Okay. Jawohl, jawohl. Jawohl, ja, jawohl. Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Jawohl.
Ja, sicher auch nichts gesehen. Ja, aber da war ja keine Luft beim Waffige. Hey, der Hot! Ein steiler Stückchen! Du hast jetzt nur mal in den Groben reingefahren. Das ist ein Wahnsinn.